Neues Objektiv, ein Fischauge. Probieren wir es aus. Das ist übrigens ein 11 mm, wie gesagt, Fischei von TT Artisan. Von denen wurde mir das auch für den Test hier zur Verfügung gestellt. Ich habe es an meiner EOS R6 dran, aber das gibt es auch für andere Hersteller. Ein Fischei wollte ich schon immer mal haben, das filmt jetzt gerade auch mit Stabi aktiv, deshalb ist der Bildausschnitt ein bisschen kleiner, aber die Stabilisierung eben besser. Ja, es wäre wahrscheinlich besser gewesen, in die Stadt zu fahren, aber das ist einfach zu stressig gerade. Ich bin lieber im Wald, allein, habe da meine Ruhe. Das tut einfach der Seele gut, auch wenn ich vielleicht nicht ganz so reizerische Motive finde wie das Brandenburger Tor oder den Potsdamer Platz. Mir egal. Es ist dunkel und kalt geworden, aber es ist schließlich ein 2,8er Objektiv, deshalb gehe ich nochmal zum See. Das ist übrigens keine Sonne, sondern der Mond. Ursprünglich kam das Bild so aus der Kamera. Das ist schon irre, was mit der R6 geht. Aber das sieht, ich sitze wieder am Schreibtisch. Lass uns ein bisschen über das Objektiv reden. Das hier ist. Wie gesagt, 11 mm finde ich so im Nachhinein ganz angenehm. Als ich damit angefangen habe, dachte ich, oh Gott, ich kriege überhaupt nichts Brauchbares damit hin. Und ich hatte ja auch zwischendrin schon gesagt, dass es vielleicht besser gewesen wäre, in die Stadt zu fahren. Aber wie gesagt, ich hatte da einfach keinen Bock drauf. Aber jetzt nach 2 Wochen habe ich mich dran gewöhnt. Und ja, ich finde, man hat schon ein bisschen was Brauchbares hingekriegt. Natürlich. Es ist kein Objektiv für immer drauf oder so, es sind einfach spezielle Dinge. Aber gucken wir uns die Brennweite nochmal im Vergleich an. Das sind jetzt 11 mm mit dem TT Artisan. Das sind 15 mm mit dem RF 1535. Und hier nochmal 24 mm, das ist einfach der Standardweitwinkel, den die meisten Standardzooms haben. Also du siehst, zwischen 15 und 11 mm ist doch nochmal ein riesengroßer Unterschied. TT Artisan sagt auch, dass man die... ich weiß nicht, eine Tonne, auf jeden Fall diesen Fischei-Effekt rausrechnen kann. Und zwar muss man hier die Objektivkorrekturen im Lightroom aktivieren und dann das Canon EF 815 wählen. Standardmäßig kommt es dann so raus. Deshalb muss man die Verzerrungskorrektur ein bisschen rausziehen. Die sagen irgendwas mit 70, aber ja, also das sieht man halt hier trotzdem noch so einen Bauch und auch die Tür. So ganz kriegt man es nicht hin. Aber es wird auf jeden Fall besser als ohne. Ne, als ohne. Ne, Moment, hier muss ich es ganz wegmachen dann. Hier findet nichts. Als ohne Korrektur.
Aber gut, ist ein Fischei und da will man ja eigentlich auch diesen Effekt. Wenn man den nicht will, dann würde ich einen Weitwinkel nehmen. Aber zurück zum Objektiv. Das hier ist komplett Metall. Sogar der Objektivdeckel hier vorne ist Metall. Macht einen echt soliden Eindruck. Auch hier Bajonettanschluss, alles Metall. Komplett manuell dieses Ding. Das heißt, keine Verbindung zur Kamera. Also man auch keine EXIF-Daten leider. Das ist ein bisschen doof immer. Kein Autofokus. Man kann über die Kamera nicht die Blende steuern. Und ja, wie das halt so ist bei manuellen Objektiven. Ah, jetzt habe ich vorne drauf gefasst. Hier einmal einen Ring, um die Blende einzustellen. 2,8 größte Blende, 16 kleinste Blende. Geht ein bisschen schwer, aber eigentlich auch angenehm, dass man es eben nicht aus Versehen verstellt. Und hier vorne eben zum Fokussieren 17 mm Naheinstellgrenze. Und dann geht es halt weiter. Bei ein bisschen über 1 Meter ist man schon auf unendlich. Wichtig, wie so oft bei manuellen Objektiven, wenn man auf unendlich fokussieren möchte, muss man ein kleines bisschen zurückdrehen, dass wirklich alles scharf ist. Sonst ist es irgendwie ein bisschen unscharf. Aber machen wir es mal wieder ran hier. Na, wo haben wir es da? So. Eine Sache vielleicht noch, es hat kein Filtergewinde. Alles klar, weil die Linse eben vorne ein bisschen, sieht man das, die steht eben vorne ein bisschen raus. Da geht es nicht. Gut, fotografieren mit einem Fischei hat natürlich so seine Tücken. Das muss ich auch erst lernen. Zum Beispiel kann man das Hauptmotiv nicht an den Rand setzen. Also hier zum Beispiel dieser Baum, das ist jetzt kein besonders tolles Objektiv, aber er eiert dann halt rum. Aber auch wenn ich ihn in die Mitte nehme, dann eiert er genauso rum, weil man eben diese Wölbung hat, die ein Fischei-Objektiv eben so macht. Aber dafür lassen sich auch lustige Bilder machen, wie das hier zum Beispiel. Generell gleiches Problem wie bei Weitwinkel. Dinge, die nah dran sind, erscheinen viel, viel größer als Dinge, die weit weg sind. Aber ist halt die Art und Weise des Objektivs. Was interessant ist natürlich, wenn man alles schön ausrichtet, also nicht hoch, nicht runter hält die Kamera, dann lassen sich erstaunlich gute Landschaftsaufnahmen machen, bei denen das gar nicht so auffällt, dass man diesen Fischei-Effekt hat. Zum Beispiel hier die Bahnlinie, ja, es ist nichts Besonderes, aber auf den ersten Blick fällt der Fischei-Effekt gar nicht auf. Als die S-Bahn an mir vorbeigefahren ist, sah es dann eben so aus. Da hat man dann volle Kanone diesen Effekt. Kippt man die Kamera aber hoch und runter, biegt sich gleich alles um einen rum. Kann man natürlich auch kreativ einsetzen, muss man halt wissen. Auch von der Schärfe her muss ich das Ding überhaupt nicht verstecken. Also ich habe jetzt keine Labortests gemacht, aber alles schön und gut, wenn man richtig fokussiert. Das ist gerade bei ungewöhnlichen Winkeln weit unten mit Display und dann ja, Fokuslupe nutzen auf jeden Fall. Ich habe mir die, guck mal, ich habe mir die nach hier vorne gelegt. Ja, jetzt bin ich hier, bin im Movie-Modus, wieso denn das? So, also ich habe immer AV-Modus, dann macht er die Belichtungszeit automatisch, weil ich ja die Blende am Objektiv einstelle und dann habe ich mir einfach nach hier vorne die Fokuslupe gelegt, um das schnell zu machen. Die R6 hätte zwar hier hinten auch eine Tasche, aber ich fand es hier vorne einfach besser. Und du siehst die gelben Kanten, ich weiß gar nicht, sieht man das da? Egal, du siehst die gelben Kanten, das ist einfach Fokus-Peaking, wo mir die scharfen Kanten angezeigt werden. Das ist definitiv nützlich und macht das Fokussieren deutlich einfacher. Auch chromatische Aberrationen, also diese lila Farbsäume, gibt es nicht, weil eben hier nichts korrigiert wird. Also hier jetzt an den Bäumen siehst du, es gibt eben keine im Vergleich. Ein Weitwinkelobjektiv sieht eben oft so aus an den Rändern. Das ist vielleicht auch ein Vorteil vom Fischei-Objektiv. Ich muss zugeben, ich habe mich am Anfang echt schwer getan mit dem Teil. Und wie gesagt, ich dachte, oh Gott, das wird überhaupt nichts. Gut, dann haben wir auch noch November und scheiß Wetter. Wir hatten nur einen Tag schönes Wetter, den ich natürlich gleich ausgenutzt habe. Aber jetzt so nach 2 Wochen habe ich mehr und mehr Gefallen an dem Objektiv gefunden. Wie gesagt, es ist kein Objektiv für immer drauf. Es ist definitiv ein Objektiv für spezielle Situationen. Aber man kann tatsächlich auch Personen fotografieren. Hier zum Beispiel ich mit meiner Tochter einfach nur Arm ausgestreckt, Foto gemacht und du siehst, wenn das Bild mittendrin nicht, dann passt. Und man muss natürlich dazu sagen, der Preis von dem Ding ist auch absolut in Ordnung. Also gerade im Vergleich zu so einem 15-35 ist eine ganz andere Nummer. Und wenn man ab und zu mal so einen richtig krassen Weitwinkel will, also 180 Grad Bildwinkel, auch so ein Punkt, wo man aufpassen muss, dass man nicht im Bild ist oder dass man Dinge im Bild hat, die man gar nicht im Bild haben will. Aber gut, also wenn man so einen ultra krassen Weitwinkel will, das macht eigentlich, was es soll. Was denkst du über so ein Fischei-Objektiv oder generell über so krasse Weitwinkel? Würde mich interessieren, kommentier unten drunter mal. Außerdem nicht vergessen, meinen Kanal zu abonnieren. Gibt's hier. Hier blende ich dir irgendwie eine Playliste von Fototouren ein, würde ich mal sagen. Hier gibt es mein letztes Video und da bin ich echt gespannt, was du über dieses Objektiv denkst. Bis zum nächsten Mal. Ciao.